Hey, ab in den Süden. Das ist Familie Storch. Familie Storch ist es im Winter zu kalt in Deutschland. Deshalb möchten Uwe, Renate und Tim Storch in den Süden reisen. Genauer gesagt in den Süden von Afrika, nach Südafrika. Zufällig läuft im Klapper TV die interessante Reisesendung Klapp Klapp in den Süden. Ja, Frau Niggemeier, schön, dass wir hier treffen im Flughafen Paderborn-Lippstadt. Wir würden gerne in den Süden fliegen. Was sind denn da die Lieblingsreiseziele der Deutschen? Wo können wir da hin? Ja, da wären zunächst natürlich mal so traditionelle Reiseziele wie Mallorca oder Ibiza zu nennen. Aber jetzt seit kurzer Zeit geht der Trend auch immer mehr zu Reisezielen in Afrika wie Marokko und Tunesien hin. Wir würden gerne nach Südafrika fliegen, weil das unsere Bestimmung ist. Und was haben Sie da für ein Angebot? Was können Sie uns empfehlen für unsere komplette Storchenfamilie? Da habe ich hier was ganz Tolles. Und zwar 2 Wochen im Hotel Reef Oasis Beach Resort. 5,5 Sterne hat das. Für die ganze Familie für nur 5.000 Euro inklusive Flug, Steuern, alles drin. Hört sich ja gut an. Und ja, wir würden auch jetzt nicht so gerne ganz alleine sein, dass wir da uns gar nicht verständigen können. Wie ist das mit anderen Vögeln? Gibt es auch noch andere, die da brüten? Oder sind wir dann die Einzigen da in der Ecke? Das wollen wir auch nicht sein. Weiß ich nicht. Also Sie sind auf jeden Fall der erste Vogel, der mir hier so reinspaziert kommt. Der Flug war Familie Storch aber zu teuer. So beschloss Papa Storch, auf eigenen Flügeln in den Süden zu fliegen. Bei der Routenplanung verlässt er sich wie jedes männliche Individuum auf seine Intuition und nimmt die Ostvariante über die Alpen, Griechenland, Ägypten und den Rest von Afrika. Die Urlaubsvorbereitung beginnt schon Wochen vorher mit dem Verzehr diverser Delikatessen wie Regenwürmern an Froschschenkeln garniert mit frischen Schnecken, um die Reise gut gestärkt antreten zu können. Am 15. August beschließt der Familienrat nach reiflicher Überlegung den Abflug gegen Südafrika. Gesagt, getan. Kurz nach Ausfahrt Schweiz fängt Tim Storch plötzlich an zu quengeln. Er möchte eine Pause, um seinen Hunger zu stillen und sich auszuruhen. Nach der Rast drängt Renate Storch schon wieder zum Aufbruch. Die Reise geht weiter über die Alpen, Griechenland, die Sahara, den Regenwald und die Savanne und landet schließlich Anfang Oktober im Hotel Reef Oscar Beach Resort. Dort warten auch schon die Storchs aus allen anderen Teilen Deutschlands und Osteuropas auf sie. Während des mehr als 100 Tage dauernden Urlaubs haben sich Uwe und Renate Storch auseinandergelebt und fliegen getrennt wieder in die heimischen Horste zurück. Dort traf Uwe Storch, spitz wie Nachbars Lumpi, wieder eine andere nette Storchdame, die Magdalene Storch. So kommt es relativ selten vor, dass eine Familie Storch zweimal in den Urlaub fliegt. Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, ey, oh, was geht, der Sonne hinterher, ey, oh, was geht.